I've got no time for all my confidence. I'd lose my mind before. So, ich bin Agentin, das ist Michelle. Das ist Gina. Wir gehen jetzt den Harris interviewen, kurz vor seinem Auftritt im Exil. Gehen wir schauen. Gestern? Gestern, 12. hast du doch ein Interview gegeben. Nee. Oder ist heute? Ja, heute ist das Konzert. Nee, wegen dem Interview. Ach so, ich habe gestern ein Interview gelesen von dir in Zürich, deswegen weiß ich ja, dass du schon hier warst. Alles klar, okay. Nee, das Interview war cool. War cool, ja. Sonst so Zürich schon genossen oder volles Programm? Ich bin öfters hier, also ich war noch nicht in meinen Ecken, weil ich jetzt gerade halt erstmal busy war noch ein bisschen. Okay. Aber heute Abend dann Auftritt und so, also ich weiß nicht, ob ich dieses Mal dazu komme, Zürich zu enjoyen. Aber so wie die Schweiz dich liebt, liebst du sie ja auch, hast du gerade gesagt. Hier ist da was zu wohnen gekommen. Echt? Schaffhausen ist für dich so ganz speziell. Könntest du dir da vielleicht vorstellen zu wohnen oder ist das ein Gerücht? Ich habe da so eine halbwegs Wohnung so. Nee, wirklich? mit jemand zusammen so. Gemütlich. Doch, das freut mich. Aber da bin ich nicht so oft. Ich bin halt gerade in Deutschland die ganze Zeit. Okay. Aber Anfang des Jahres war ich sehr oft in Schaffhausen auch. Cool. Deswegen von 500, weil der von da kommt. Genau, da immer, ja. Der Tür im Orient auch schon aufgelegt und so auf seinen Partys da. Und darum der Bezug dann zu Schaffhausen. Aber Zürich auch immer wieder. Also. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall in deinem Album hört man auch, dass du neben der Familie, die an erster Stelle steht, immer noch fett feierst und Musik machst und so. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Erzähl mal. So mit Kater morgens. Ja, das ist ja nur am Wochenende. Okay. So. Und ich bin ja, ich mache ja damit auch mein Geld, also ich bin ja DJ. Klar, ja. So, in der Woche feiere ich nicht so viel. Ja. Eigentlich gar nicht so. Ich gehe mal weg. So. In Berlin ist das Wochenende halt donnerstags. Mhm. Also wenn ich dann Freitag zum Beispiel nicht arbeiten muss, also sprich auflegen oder rappen, dann gönne ich mir schon mal so ein Berliner Wochenende auf jeden Fall. Mhm. Aber sonst ist es sehr einfach eigentlich so. Ich habe eine gute Frau, so auf jeden Fall, die mir sehr viel hilft so bei meiner Karriere auch und so und zu Hause natürlich auch. Und von daher, ich bin dann 5 Tage zu Hause eigentlich und kümmere mich dann auch um die Familie. Der Mann im Haus, ne? Der Mann im Haus. Cool. Auf jeden Fall freuen sich die Schweizer Fans, dass du zurück bist. Die mussten ja mächtig lange warten und werden jetzt deftigst belohnt. Ja. Trotzdem sind kritische Stimmen laut geworden, was dein Song anbelangt mit Ich trinke nie wieder, dass da Jugendliche was falsch verstehen könnten. Was würdest du den Kritikern dazu sagen? Keine Ahnung. naja, ist halt, wenn man am Wochenende gerne was trinkt so und ich glaube, jeder hat schon mal übertrieben, bestimmt auch die Leute, die mich da kritisieren mit dem Song. Und ich denke mal, die kritisieren mich aus Erfahrung einfach. Vielleicht haben sie sehr, sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und weiß ich was, Eltern, die zu viel getrunken haben oder sowas. Oder ein Bruder, der Alkohol am Steuer oder irgend sowas. Also, genau. Ich verstehe sowas auf jeden Fall so. Man muss da schon ein bisschen aufpassen. Aber ich bin nicht verantwortlich für die Leute. Und das ist ein Song, den ich gemacht habe, den ich feiere. Und den, glaube ich, viel mehr Leute feiern, als Leute kritisieren. Denke ich auch. Noch eine Frage, deine Kids, dürfen die deine Musik hören oder ist das zensiert? Teilweise ja. Teilweise, also es gibt natürlich Songs, die sie nicht hören, also Urinstinkt würde ich den jetzt nicht unbedingt vorspielen, aber der Mann im Haus oder für die Familie und sowas, sowas das geht schon auf jeden Fall. Muss ich kurz spicken? ja, auch sonst hast du mit deinem Album politische Fragen angestochen, was ziemlich heikel ist. Ausländerpolitik etc. Würdest du mal in die Politik gehen oder ist das mehr die Musik, deine Politik, die du machst? Also wenn Politik, dann ist die Musik die Politik, wobei ich denke, dass speziell dieser Song halt da, wo ich dann für viele Leute Politik mache, gar nicht für mich in Politik gemeint ist. So. Also das ist, das ist eine Meinung einfach, die ich vertrete. So. Mhm. Für mich ist das gekommen, dass ich halt mal eine Gegenseite darstellen wollte von dem immer dieses Deutschland ist scheiße, was ja auch sehr viel in Musik halt gibt, dass es immer wieder Songs dann gegen den deutschen Staat oder was auch immer gibt. Und ich wollte dann halt einfach mal das Gegenteil machen, was denn meine natürlich Meinung dazu. Meine Meinung denn zu diesem Thema Integration, weil ich glaube, da gehören einfach immer zwei dazu. Ja. So, und wir wissen, dass Deutschland da Fehler gemacht hat, viele Fehler, auch schon früh Fehler gemacht hat. Und aber da gehören halt immer zwei dazu. Zwei dazu. So. Man müsste sich dann schon ein bisschen engagieren. Dann. Genau, doch, finde ich auch. Cool. Dann noch was, ein bisschen weg vom Ernstum des Lebens. Heute geht es ja ab im Exil. Ja. Wo feierst du nach dem Exil? Wo geht's ab? Ja, wir also wissen. Da gibt es verschiedene Läden so in Zürich, wo ich hingehe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, wenn ich jetzt sage, wo ich da hingehe, weil denn. Muss ja nicht, ich kann es ja mal so einen kleinen Geheimtipp, muss ja nicht alles sein. Ja, aber was soll ich denn da sagen? Was du möchtest.
ich gehe oft ins Kaufleuten und in die Härterei. Okay, cool. Schon mal was. Das ist doch schon mal regelkonform. Kann man gelten lassen. Ja. Sonst zu dieses Jahr habe ich leider nichts gefunden von Auftritten in Zürich. Nee. Ist Anfang nächstes Jahr was geplant? Mhm. Ich gehe auf Tour auf jeden Fall, so Februar, März rum. So. Auch so ein bisschen Schweiz. Ja klar, Schweiz schön, auf jeden Fall. Schön. Schweiz ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Ich war dieses Jahr viel in der Schweiz. Ich habe Touch the Lake gehostet, drei Tage lang. Genau. Frauenfeld habe ich aufgelegt. So. Ich habe viel mehr aufgelegt dieses Jahr auf jeden Fall als gerappt. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr ist mein erster und einziger Auftritt. Darum ist es auch so, heißt es auch exklusiver Auftritt, so, weil es der einzige Auftritt dieses Jahr hier und ja, ist cool. Ich freue mich. Ja. Extrem. Dann noch, du hast ja auch eben, wie du schon gesagt hast, mit Schweizer Acts viel gemacht. Zum Beispiel Stefla Chef, sagt dir was? Mhm. Und wie sieht's da aus? Welche Schweizer Acts würdest du mit dem Featuring mal? Also mit Steph würde ich bestimmt was machen. Was machen. Die ist cool, ne? Die ist cool. Ich habe die beim Touch the Lake kennengelernt. Mhm. Die ist fresh auf jeden Fall auf der Bühne auch und so. Die kann schon was. So. Ja, finde ich interessant. So. Ja, finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ansonsten habe ich schon mit Griot was gemacht. Genau, ich würde gerne mit Wicht würde ich schon, also jetzt auch einen Song machen mit Wicht. Und der ist ja nur auf dem Mixtape drauf, was ich genau, mit Wicht und Sweet genau, gemacht habe. Ansonsten kenne ich nicht so viele Rapper persönlich so. Ich kenne Namen und sowas auf jeden Fall. Man ist sich auch, glaube ich, schon mal über den Weg gelaufen und so. Aber es ist noch nicht dazu gekommen, dass wir Musik gemacht haben, was aber bestimmt noch passieren wird. Ich werde ja nicht das letzte Mal in der Schweiz sein. Wir hoffen es nicht. Ich weiß, ich bin bald wieder da. Ich weiß sogar schon wann, glaube ich. Im März bin ich auf jeden Fall hier. Früher sogar schon. Ja, im Dezember. Ach, stimmt. Im Dezember bin ich sogar schon wieder hier, stimmt. Schön. Im Dezember schön, bin ich wieder hier und im März bin ich auf jeden Fall in Arosa auch. Okay. Je früher, desto besser. Ja. Denn was unsere Fans wissen wollten, wir haben da mal nachgefragt, was wollen die Fans wissen? Bei Kopf oder Zahl hattest du so ein Filmdebüt. Hast du mal wieder Bock auf große Leinwand oder war das für dich so nochmal eine Erfahrung? Ja, lass mal, ist jetzt gut. Nee, ich könnte mir durchaus vorstellen, das mehr zu machen. Mhm. Schaffe es aber gerade absolut nicht so. Ich hätte auch gerade jetzt einen Film drehen sollen, aber aufgrund dessen, dass das Album so gut einschlägt, so, habe ich zu viele Interviewtermine und so, die auch dann jeden Tag einfach so am Tag reinpurzeln und ich kann dann nicht drehen. Das geht nicht, Text lernen und sowas, alles bla, Interview zwischendurch, das ist dann ein bisschen viel, wo ich den Film echt gerne gemacht hätte. So. Okay, cool. War ein sehr cooler Film auf jeden Fall. Also es wird ein cooler Film. Dann haben wir noch eine kleine Rubrik, da hast du 10 Sekunden Zeit, um zu antworten. Das sind 5 Stichwörter und du darfst aber nur mit einem Wort antworten. Ein Wort. Warte, der zählt Zeitalter als ein Wort. Ja, genau. Berlin. Geil. Familie. Sehr gut. Nee, gut. Besser. Zürich geschnetzeltes. Lecker. Street Parade. Oh Gott. Deine Schweizer Fans. Hammer. Cool, dann bedanke ich mich. Was sag mal? Ich finde sie Zwerg. Zwerg, yes. Die Schweizer Fans finden dich auf jeden Fall auch Zwerg. Und wir bedanken uns herzlich fürs Interview. Ich danke. Viel Spaß heute Abend. Cool, danke. Ja, kommt ihr vorbei? Das ist sie. Gerne doch, ja, immer. Cool. I've got no time for hard confidence. I'd lose my mind before.